Okay, also ganz kurz. Wir werden heute nur zur Info, nicht wundern, alle dasselbe Auto fahren. Also nicht dasselbe Auto, aber dieselbe Farbe. Und die wird schwarz sein. Ich glaube, jeder kann jetzt zusammenzählen, was das heißt. Und wir machen das einfach aus Respekt, gebührend einem Teammitglied. Und es ist niemand aus unserem Team, was passiert, aber es ist eben so, dass uns diese Woche, letzte Woche, eine Nachricht ereilt hat, und zwar vom lieben Steve. Er ist relativ, also er ist noch nicht ganz so lange im Team. Ihr habt ihn jetzt auch noch nicht so kennengelernt, aber er ist halt bei uns im Team. Und die haben vor 5 Monaten eine Tochter bekommen. Ja, die halt wie gesagt 5 Monate alt ist und die halt in der Nacht verstorben ist. Ja, und das hat er uns halt geschrieben, hat uns das mitgeteilt, dass er halt jetzt erstmal nicht da sein kann und so weiter und so fort. Was ja logischerweise verständlich ist. Und hat aber auch noch mitgeschrieben, dass wenn wir nach Hause kommen, ganz fest unsere Kinder umarmen sollen und nicht vergessen sollen, dass Familie das Wichtigste im Leben ist. Und wir haben es einfach als angemessen gefunden, dass wir halt eben heute, weil Steve ist auch bei Formel 1 dabei, und wir haben es eben als angemessen gefunden, dass wir heute alle in Schwarz fahren und dass wir vielleicht jetzt nochmal eine Minute kurz innehalten und ja, halt versuchen, denen ein bisschen Kraft zu schicken, dass sie halt diese schwierige Situation irgendwie schaffen zu meistern. Ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, in was für einer Situation die sich gerade befinden. Und ich habe selber 2 Kinder, es haben einige aus dem Team hier Kinder, da läuft es einen anders den Rücken runter. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach eine Minute kurz, halt mal inne und starten dann unser Rennen. Zu Ehren halt, naja, ihr wisst schon. Ja. So, aber wir müssen uns aufs Rennen konzentrieren. Das fahren wir heute auf jeden Fall für Steve. Tut mir unendlich leid, wenn du das siehst, Bruder, dass ich im Blau fahre. Ich habe den Haken nicht gesetzt bei Multiplayer wahrscheinlich. Ich habe das Auto schwarz gemacht komplett, aber habe halt in meiner Dummheit wieder den Haken vergessen. Jetzt geht es wieder los. Was ist? Warum steht die? So. Sehe ich das da richtig? Was ist hier vorne wieder vor dem Stall? NPCs. Jetzt sehe ich das da richtig, dass der Michael als Neuzugang schon den Platz 2 belegt hat? Oh, Tom Baker ist jetzt on the board. Boah, Tom auch Baker ist neuer Fahrer in das Team mit eingestiegen heute. Box ist sich von seiner besten Seite. Wir schauen jetzt aber nochmal in die Runde rein, meine lieben Freunde. Heinz Josef momentan auf 1, Dominik auf 2, Tom Baker auf 3. Auch neu in der Season. Michael auch neu in der Season auf Platz 4, Schwabbel auf 5, McManus auf 6, Stören auf 7, Milo auf 8, Farno auf 9, Christel auf 10, Mari auf 11, Excel auf 12, Bayerse. Ah, Excel 12? Ja, ich hab ja. Excel 9. Ich bin auch 13, Alter. Ja gut, bei dir ist mir's gewohnt. Sagt der immer hinter mir landet im Rennen. Das ist ein Dampfplauderer, da krieg ich wieder anfallen. Pilan in die Rolex-Wand reingefahren. Da gibt's keine Rolex-Pilan, das ist nur die Werbung dafür. Und ist auf 8. Ja. So. Kostenlose Rolex rein. Das mach ich nicht. Das ist zu riskant. Vor allem, ich hab einen Rapper von mir.
Gute Runde, Chapeau, Alter. Wow! Nochmal eine 11. Ja, okay, nochmal auf 5 vor. Das passt. Der Heinz Josef ist auf 1, Dominik auf 2, Tom Beck auf 3, Schwabbel 4, McManus 6, Michael dafür auf 5, Christel auf 7, Sören auf 8, Milo auf 9, Pamu 10, 11, Bocca, 12, Marie, 13, Axel, 14, Bayer the Badcock. Oh, was? Und dann kommen die Bots. Ja, Junge. Bitte konzentriert euch beim Start. Nicht, dass wieder alles versemmelt wird und ihr dann die Box rammeln müsst. So. Damit beginnt die Runde. Und. Oh nee. Der Sören! Sören, weg! Ey, wer drückt mich denn hier gegen die Wand? Marie, war das im Frühstart? Ja, ich hab den Durchfall zu. Schlafen zu bekommen. Ah, Tino. Boah, Alter, was macht ihr denn? Seid ihr irre? Alter! Das ist schon ein anderes Level. Wow. Diese Kurve ist ein anderes Level. Ey! Milo! Was denn? Ey, Marie! Oh, Leute, ja, nicht schimpfen! Nicht schimpfen, hallo! Ja, geh weg! Ja, ist es dein Ernst? Das ist doch dein Ernst! Da, ja. Oh, ich hab. Ja, egal. Ja, Rafa! Das hätte ich geahnt. Das wird nicht mein Rennen. Ah, macht Platz! Ja, Pila kam gerade auch mit einem Sprechstab um die Ecke. Oh Mann, ey. Mein Gegner wird heute Pilan. Da hast du ja einfach mal nur. Oh Leute, Feuer, fahr! Ja, ich kann da gar nichts mehr machen, Alter. Marie, was machst du hinter mir? Leute. Tolle erste Runde, weiter so. Ja, oh Josef. Durchfahrtsstraße für den Krieg, ey. Wow. Ja. Ach, Mann. Oh. Fängt ja schon wieder gut an. Wo, sieht man das irgendwo? Nee. Ja, kriegst du eine Mitteilung. Ja. Oh, es geht ja mit euch davon falsch. Doch. Okay, alles klar. Schon mal zwei Plätze gewonnen. Leute. Digga, ich bin 20. Mann, ey. Komm. Ja, ja, hinter mir. Freunde. Ja. McManus, du gewinnst. Hashtag Beisitz. Oh, Joker, Mann, sorry, aber du hast keine Chance gegen den besten Fahrer Schwabbel. Bester Streamer. Ja, kann gut sein, muss ich ehrlich sagen. Dann kommt ein weiteres Bild rein. Ja, mit einem krassen Bildklau dazu. King Biceps, Hashtag King Biceps, ich hoffe, Axel gewinnt und klaut ein Bild von Axel. Ja, stabil auf jeden Fall. Ja. Vor dem Rennen ein Eis, ein Ja-Eis natürlich von Hashtag King Biceps. Ein Auto wird gepostet. Manus, kommt das Ding, wird dazu geschrieben. Hashtag King Biceps. Prognose für Kanada. Tino entweder auf 4 oder Crash. Das zweite ist wahrscheinlicher. Ach Leute, nicht so gemein. Oh, jetzt kommen sogar Videos. Ich gehe kaputt. Oh. Hashtag King Biceps schreibt einfach nur dazu Marie. Was? Du hast geschrieben, Tschüss, geht raus. Gehirne brennen. Hashtag King Biceps. Keine Ahnung, was wir uns sagen wollen. Bild von Knossi. Hashtag King Biceps. Los geht's, Jungs! Und ein Video. Alter, mein Flügel ist so kaputt, ey. Ich bin jetzt nach der ersten Runde in die Box reingefahren, ey. Ja. Nino, alles gut? Boah, ist schon Tino? Nee. Nee. Boah, wir schalten jetzt mal durch die Fahrer. Heinz Josef auf 1. In Sektor 2 gelbe Flagge. Dominik momentan auf 2, wenn meine Anzeige hier richtig stimmt. Mal, ich krieg dich. Babel auf 3, Michael auf 4, Christel auf 5, Axel auf 6, McManus auf 7. Strategie ändern. Marie auf 11. Muss ich jetzt rein? Nee, oder nicht? Korrigiere es bitte. Bist du nicht? Ey. Ja, Dietmar, komm, bremst ab. Du redest gerade mit der KI. Ich weiß, aber so abhängig. Doch egal. Okay. Auf Sektor 2 und 3 gelbe Flaggen. So. Boxenstopp. Ich hab mal F1 19 ein bisschen gespielt, aber ansonsten kein F1.
Hallo, Box. Da habe ich schon gedacht. Hey. Hey, Marie! Hey! Oh. Ihr zwei sind du musst ja auch mal da links gucken. Ich werde hier nirgendwo hingucken. Ich werde mich auf die Straße konzentrieren. Guck mal auch bei deinem Auto fahren. Das ist wieder typisch. Einfach geradeaus gucken. Ja, weil ich mich auf den Michalski konzentriere. Himmelarsch und Zwirn, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wird nicht mal auch eine Automatik, die zum Einparken ist, aber fürs geradeaus fahren. Ich hasse Automatik. Krieg ich doch aber. Ehre genommen. Himmel, Herrgott und zugenäht, das ist doch nicht zu fassen. Warum muss die Frau immer vor mir fahren? Ich hasse das, du. Schwabbel, das kann ich jetzt absolut nicht gebrauchen. Ach ja. Hä? Muss ich mal bei Pilan reinschauen, da steht keine Zeit, sondern nur eine Runde. Der ist schon überrundet. Ach so, weil er immer runter ist. Wobei man hätte vermuten können, vor unserem Formel 1 Projekt schon, dass Yannick gar nicht so schlecht ist. Ups. Weil beim Kartfahren, beim Friese seiner Hochzeit, hat er auch einen ziemlich heißen Reifen gefahren. Das stimmt. wie lange warst du hinter mir, Martin? Oh, frag nicht. Aber beim Rennen warst du dann hinter mir. Ja, ja, das stimmt. Boah, wir schauen nochmal beim Führenden vorbei. Der Heinz Josef. Das ich hab nicht mal viel Gas gegeben. Ich hab wirklich ganz sachte Gas gegeben. Hier, Alter. Wir schauen bei Schwabbel rein. Axel, bist du jetzt sauer? Axel? Ja, dann. Bist du jetzt sauer? Eieiei. Ich fand das Gespräch, was du vor uns mit Füße hattest, doch gar nicht so schlimm. Boah! Boah, Alter! Was war da? Ja, nee. Nee, das machen wir nicht hier. Nee, das war echt... Oh, Tom Barker, 10 Sekunden Startzeit, das sagen, Kurve abgekürzt. Unterhalb. Also. Das war eher nur ein Crash, so wie es ausgehört hat. Gebt nicht mal viel Gas und die Scheiße rutscht! Hier, F-Schmiersefe, Junge! Sektor 3, hier durch 3. Die Strecke ist frei. McManus hat einen Platz gut gemacht. Ne, Zeit gut gemacht, Entschuldigung. Schwabbel, du bist müde? Ja. Wir schauen bei Bayer the Bad Cop rein. Was hast du denn? Hast du mich geholt? Mensch, Schmeibe, du hängst mir ja am Hintern, ey. Mhm. Ach, ich sehe gerade, ich bin auf 4. Oh. Aber ich verstehe nicht, warum schon wieder Dings nicht geht hier, DRS oder wie das heißt. Kommt nachher erst. Du musst da unter einer Sekunde sein. Ja, bin ich doch. Ach nee, bin ich nicht. Nee, bist du nicht. Das ging es ja. Ah, scheiße. Das sieht immer so nah aus. Du musst aggressiver fahren. Ja. Der Abstand zum Auto vor dir. Hast du Glück gemacht, Junge. Verdammt. Hab ich gerade gesehen. Weil du fährst eigentlich wie Opa mit Hut auf der Ablage. Oh, Moni, da. Wackel. Ja, dann schauen wir jetzt nochmal beim Axel. So, Leute. Konzentration. Axel auf Platz 15. Oh, Pilan gedreht, Teile auf der Fahrbahn, gelbe Flagge, Sektor 2 wegen Pilan. Mann! Boxenstopp. Marie fährt in die Box. Okay, die kannst du aber gleich nochmal die Nägel lackieren. Vielleicht ist er länger drin. Alter, Pilan, wie du fährst, das ist nicht mehr erklärbar. Der Milo ist... Nee, ich hol mir gleich was anderes, Axel, nur um dich zu ärgern. Ey, nee, pass mal auf, so fängst du nicht an. Ja, dann meckere mich nicht an, dass ich hier irgendwas gemacht habe. Hast du doch aber, du hast dich nach links gebreakt, oder rechts. Das ist mir doch egal. Jetzt habe ich DRS und es ist kein Auto vor mir. Marie ist jetzt in der Box reingefahren. Komm, vor Axel noch, komm. McManus ist somit auf 10 gerutscht. Axel auf 14, Milo auf 16. Bayer auf 8. Ey, ich komm gerade aus der Box! Ach, das ist doch lächerlich, ey. Boah. Schwabbel, die hast du jetzt aber auch nicht schön drin. Ja, ich komm mit der Kurve nicht klar heute, ey. Axel, ganz ehrlich, das war richtig hinter. Das war echt Michael, ein 30er. 3 Sekunden. Also, ich weiß nicht, was war. Kurve abgekürzt. Hab dich gar nicht gesehen, warst du auf meiner linken Seite? Ups, Entschuldigung, ich hab nur gerade ausgeguckt. Komm du mir gleich mal, fahr mal langsamer. Na her. Ich regel das. Dinos Cam läuft noch. Sie ist leider. Wir schauen weiter rein unter den Hashtag #KingBiceps, ob da was Neues ist. Mir und okay, Leute. Axel und nicht du. Weißt du, also das meinte ich gar nicht, aber kann ich auch regeln. Besser.
Also, das lese ich nicht vor. An Bayer. Früher haben wir Metzger gelernt oder Archivar. Heute werden wir Rennfahrer. Das war ja wunderbar. Jawohl. Ein Bierchen zum Rennen gefällig. Hashtag Ach du Scheiße, was habe ich jetzt für Reifen? Ach, gelb, okay, fast. Los, voll tanken, ihr Missis. Wird nicht mehr voll getankt, weil der Tank vorher getankt wird. Ein kleiner Tipp aus der Community an Tino. Er soll an Kurvenausgängen früher hochschalten. Manus gewinnt, Bayer ist schlecht. Wer hat das geschrieben? Oh, Leute, unser Hashtag King Bicep ist jetzt in den Top-Hashtags weiter raus von Leute. Weit raus. Ja, was bringt das? Was heißt das? Ich glaube, der Pilan ist raus. Hat er es geschafft? Aber jetzt habe ich wieder sexy neue Reifen und ich bin 16. Weil der KI vom Dietmar hat mir meine Ehre genommen, aber komplett. Einfach mal voll gebremst und ich hinten drauf gedonnert. Leute, wir haben somit jetzt gerade die Story-Funktion für den Hashtag freigeschaltet. Ihr könnt jetzt auch Stories machen. Das heißt, ihr braucht keine Bilder mehr posten, sondern wenn ihr in den Stories Hashtag King Biceps macht, sehe ich das somit aus und ihr müllt somit auch nicht euren Account voll. Oh nee. Ey, nicht über Ohr, Junge. Ganz ehrlich. Oh, toll, danke. Wer hat denn dich aufgegeben? Nee, sorry. So, aber kann mir jetzt einer sagen, jetzt will ich mal wissen, wann geht's jetzt weiter? Das wird hier oben angezeigt, der sagt dir das auch einmal. Du musst auch grün. Können wir mal einfach im negativen Delta, oder? Können wir mal bitte, ist doch scheißegal, wer der ist, das ist seine Sache. Aber können wir auch ganz kurz mal ruhig sein? Ja, ich auch. Ganz trocken. Jetzt geht's weiter, oder? Jetzt weiter. Grüne Flagge, weiter geht's. Wir haben eine Zeitstrafe bekommen, weil er gerast ist während der Safety Card. Controller fliegen durch die Gegend. Marie schreit rum und rastet aus. Das hat die Welt noch nicht erlebt. Heute geht es rund hier, Leute. Wir knacken hier Rekorde. Marie schreit rum, mutet sich, ist aus des Dingen. Das Hashtag King Biceps in den Top-Hashtags. Und wir haben das neue Zeitstrafe. Oh mein Gott, hier ist es. Ich feier den, Junge. Ich geh kaputt. Lass dich durchkonzentrieren mit dem Typen, ey. Was ein Rennen heute. Marie schmeißt Controller durch die Gegend. Noch nie erlebt so. Abstand vor der Mann. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 10,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Nein, Heinz-Josef, was ist los? Der Wagen hat eine Zeitstrafe. Heinz-Josef immer noch führender, keiner kommt an ihn ran. Er ist plus 6 Sekunden vor. Ja, bei mir stand gerade, er hat die Session verlassen. Oh. Keine Ahnung, bei mir fällt er noch. What? Oh, aber bei mir hängt das auch immer lost. Ein paar Sekunden hinterher. Das ist aber schade. Oh, das ist aber wirklich schade. Welcher Platz war er? Erster. Oh. Fährt er jetzt der KI weiter? Ja. Aber halt viel schlechter wahrscheinlich. Ja, die werden bestimmt nicht so fahren wie er. Vor dir beträgt 11,1 Sekunden. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2. Hä, nee, ich bin auf einmal 9, obwohl ich keinen überholt habe. Vielleicht war einer in der Box vor dir? Wir schauen beim McManus vorbei. Er fährt heute sehr souverän, sehr schön. Oh, Michael! Dann hau doch mal schnell die schnelle Runde raus, Alter. Hab ja neue Reifen. Hätte ich auch gehört. Junge, gib doch mal Gas, Alter. Sind wir auf dem Sonntag zu? Tch. McManus ist 16 Millisekunden hinter Michael. 16 was? 16 Millisekunden? Das wäre nicht schlecht, Bruder. Entschuldigung, ein paar Sprecher aus der Regie. Aus der Regie, genau. Christe, 2 Sekunden hinter McManus. Oh, Exe, was ist denn da los? 17 Sekunden hinter Christe. Milo auf 8. Oh, das hat er noch gut gerissen. Sah aus, als wenn er DHL küsst. So, schauen wir mal.
Puh. Oh, Marie raus, Tom Barker raus, Pisa. Ey, diese Drecks-Scheiß-KI. Ne. Also. Oh. Oh. Nee. Da schauen wir rein. Hau ab, hau ab, hau ab, ich sag's dir. Und der Bayern-Spellkopf verwendet sich mit der KI. Mit dem Michalski. Oh, ein neues Bell. Bayer the Bad Cop is the winner. Gerade noch anders geschrieben. In Sektor 1 gibt es eine gelbe Flagge. Die Stories sind jetzt auch am Start. Hashtag King Biceps. Okay, los, Tino! Hashtag King Biceps. Besser als jedes reales Formel 1 Rennen. Hashtag King Biceps. Die Stories kommen rein. Es wird immer besser hier. Und wieder gelbe Flagge in Sektor 2. Bayer the Bad Cop wettet sich wieder einmal. Hallo? Habe ich dich hier befördert oder was? Hallo? Ich muss irgendwas mich ablenken gerade. Warum? Wir können uns ja, nicht mal ein bisschen über deinen Controller-Astras da unterhalten. Was war denn da los gerade? Ist man ja sehr selten von mir gewohnt. Michael, wieso sind wir ins Hinter gerutscht? Was? Ich weiß gerade selber nicht. Vielleicht hat jetzt die KI erst gegriffen vom Dominik, vom Janik? Janik ist gerade gerade. Scheiße ist das heute. Ich sag's euch. Oh ja. Kannst du wieder einsteigen, Janik? Ja, ich kann nur zuschauen. Ah oh, ja, du, Murray kommt klar, ja? Ja, natürlich kriege ich eine Verwarnung, wenn er mir reinfällt, Alter. Was war? Milo? Ich sehe nur, wie Bayer und Murray sich hinter mir die Plätze tauschen. Hä? Ich mach gar nichts. Okay, er hat auf einmal Bayer Bayer und Murray, nein, nein. Nicht Nari. Nee, ich bin Bayer raus, Alter. Leck mich am Arsch, echt. Er hat die Wand geküsst. Rückwärtsgang, kannst du das nicht? Da bist du aber gerade so aus dem Kontrast gekommen. Du kannst noch fahren, da liegen nur Teile auf der Straße. Hm. Los! Frag dich, was größer ist. Rückwärts und weiter. Nicht auch aufgeben. Ja, da war Bayer the Bad Cock. Bad Cock, was? Hallo, das sag nur ich. Achso. Als Copyright. Aber Michael, warum sind wir jetzt eins hinter? Ich weiß es nicht. Welchen Platz seid ihr denn? Vier und, also ich bin fünf, ich war aber vier. Auf fünf bist du mir bei mir die ganze Zeit. Ja, bei mir auch. Ich bin auch okay. Also bei mir auch. Ich habe jetzt nur nichts gesagt, weil das bei mir immer verzögert immer ist ein bisschen. Boxenstopp. Was ist? Hat er jetzt meinen Boxenstopp verstanden? Wenn's grün Boxenstopp. Jetzt. Ich hab keine Frontflügel mehr. Oh, Michael. Dann fahr bitte in die Box. Der Fan ist dabei, aber ich kann nur fahren wie ein Penner, Alter. Milo fährt in die Box. Steve ist 10 Sekunden hinter mir. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Mit der Box. Oh. Sicher hat sich wohl gedreht. Wir schalten in die Box rein vom Milo. Ja. Oh, was sehen wir denn da? Und jetzt fährt er mir schon wieder. Ich hab ohne Scheiß vorbei. Diese Kack-KI, ey. Wieso dann jetzt gelb? Ich wollte rote Reifen haben. Na egal. Excel hat eine ganz tragische. Ich kämpfe mich zweimal. Ja. Zweimal. Von ganz hinten nach ganz vorne. Also nicht ganz vorne, aber in die Top 10 rein. 8er, 9er. Und jedes Mal diese Kack-KI schmeißt mich raus. Das nein. Ist doch. McManus, 3 Sekunden Zeitstrafe. Mehrere Verwarnungen wegen Kurvenschneiden. Was? Die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Ja gut, 3 Sekunden, das stört dich ja nicht. Ja, 20 Sekunden Boxenstopp, natürlich. Hau noch mehr raus. Bitte. Wir schauen beim Bayer rein, da fährt er gerade rein. Oh, ne. Gucken, wie lange der Flügel hält. Er fährt schon wieder raus. Cool, ich bin nicht letzter, wow. Nein, du bist 16. Pamo ist hinter mir, der bleibt doch hinter mir. Rote Reifen, Diggi. Was macht denn der Milo? Der ist eine Runde hinter allen anderen. Nein. Also, der Trouble ist hinter mir, da bin ich eine Runde dahinter. Aber ich bin 11. Führender Intervall, keine. Schnellste Runde. Schauen wir mal rein. Wer hat denn die schnellste Runde hier gefahren? Michael, glaube ich, vorhin.
Nee, er wurde. Ja doch, der doch Michael mit 1 Minute 13. Schnellster, 5,82. Sehr schön, der Führende. Vier Runden in die Top 10, das wird schwierig. So, sprint erstmal auf Fett, Alter. Da hat jemand Rasenmäher gespielt, wer war denn das? Sören hat gerade einen Unfall gebaut. Scheiß KI, ey. Gelbe Flagge schon wieder, was macht denn ihr da? Sektor 1. Ah, liegt Teil, wunderbar. Was ist denn da gedreht, ein Schwarzer? Sören. Von alle schwarz. Achtung! Laberst du mich jetzt voll mit meinem scheiß Reifenmanagement, Alter? Ich möchte meinen Teammanager, Ingenieur feuern, der regt mir auf. Und sagt das. Teil Füße an. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Bester ja, Kommentator. McManus. Junge, ich auf deine Reifen, Digga! Ich Monster. Oh, schon wieder Kurve. Du bist ein Monster in deinen Tank, dann hast du ein bisschen Nitro. Bisschen eilig auf 6. Jetzt ist mein Sprit schon gelb, du regst mich so auf, weißt du was? Dann machen wir es ja wieder normal. Da, auch bitte. Von Rennen zu Rennen besser. Vom Bayer hört man jedes Rennen immer mehr nur Geweine. Eigentlich null, weil ich immer besser geworden bin in den Plätzen, außer jetzt. Aber danke, du toller Kommentator. Oh. Oh, da lässt er die Wunde sogar schon an die Regie aus. Blaues Tee incoming. Du kriegst gleich Rennverbot. Echt? Komm, Chris, du hast den Mahnes gleich. Nee, das packe ich nicht mal ganz. Hey, noch 5 Sekunden. Ob ich einen Excel noch kriege, der ist nur 25 Sekunden vor mir. Ja, nein, die muss ich nur schaffen, 3 Sekunden, weil er hat ja die Zeit. Ich will meinen Anker werfen. Wir schauen nochmal in die Hashtags rein, es sind wieder mehrere dazugekommen. Soll ich einen Kaffee aufsetzen? Morgen? Ja. Hast du Kekse mit? Der Spekulanz ist immer mit am Bord. Ein weiteres Bild kommt rein mit Manus, ich mag dich, aber GT3 würde besser zu dir passen. Die Autos halten mehr aus. Stocker. Problem ist, meine Reifen bauen jetzt gerade schon, ja. Können die nicht eher abbauen? Rafa fährt die Bayer Sibirkop. Oh, Dominik. Die schnellste Runde, Dominik. Und jetzt 1:13. Schauen wir in den Stories rein. Also ich fühle mich echt nicht einsam auf der Strecke. Habt ihr meinen scheiß Flügel schon wieder putzen lassen? Es wurde ein Bild gemacht von Tino. Ich müsste jetzt mal ganz kurz ausschalten. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Hintermann. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Hintermann. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommt also da muss ich leider jetzt mal Excel in Schutz nehmen, Marie. Wenn man mit deinem Alter noch bei Mutti lebt, sollte man damit nicht prahlen. Stopp mal eben, Free. Ich lebe mit meinem Freund in einem eigenen Haus mit einem größeren Grundstück als meine Eltern, ja? Ah, okay. Hashtag abgehoben! Hashtag mir gefällt! Hashtag gewonnen! Hashtag mir doch egal! Hashtag zweimal! Hashtag Controller lebt. Hä, wieso ist denn das Rennen? Wo ist denn Milo? Der Achter. Ja, Milo, wenn man sich spielt, dreimal im Runden, ne? McManus 5? Ja, Junge! Nee, ich hab dich halt überrundet, Milo, und dadurch bist du dann, wenn du hinter mir übers Ziel fährst, vorbei. Aber extra. Boah, ich hab die 3 Sekunden aufgeholt, wie geil! Ja, ich bin vor Tino! Hey, ja. Oh nein! Zeitstrafe! Ich war 5 war drin, ey! So, es fehlt nur noch Parmo, der durchziehen muss. Aber das wird noch was. Oh, mein Loch. 15. Alter, ohne Scheiß, Mann. Aber Aufstellung ist, ich hab's auf den 7. geschafft. Fahrer des Tages, Steve, hey. Bleib aber mal, trotzdem auf Ehre. Steve, Fahrer des Tages. Orange, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss dazu sagen, 6. Platz. Die Frage ist halt, was wäre, wenn ich den Dreher nicht gehabt hätte? Ich hatte halt einen Dreher und einen Frontflügelwechsel. Dann wärst du Platz 4 auf jeden gewesen. Fall. Ich hatte 2 Dreher und 2x Frontflügelwechsel. Ah, ich bin zufrieden, bin auf 13 gestartet, Platz 7, was will man mehr? Aber Dino, wenn du die 3 Sekunden Strafe nicht bekommen hättest wegen Abkürzen, wärst du auch nochmal einen Platz vorne gewesen. Ach nee.
Was war ich im letzten Rennen? Wisst ihr das? Achter, glaube ich. Achter hinter mir. Ich war Siebter. Ich bin Achter, Alter. Der Ex hat mich überholt. Yes, baby! Woo! Egal, Tino ist hinter mir, passt. Ja, wir sind am Meier vorbeigezogen. Ja, Tino, exakt, ne? Ich war einmal dabei und bin trotzdem vor dir. Halt die Fresse! Das war das letzte Mal, wo du dabei warst, Junge. Eine kleine kurze Frage. Ist eigentlich noch alles offen? Kann jeder noch Erster werden? Oder ist er... Ich glaube, Pilan und Dietmar wird schwer. Ja. Gut. Aber ich sag mal so, weiß ich nicht, sowas wie Axel oder Milo oder Tino. Also dafür müssten Dominik, Heinz-Josef und Schwabbel mindestens zwei Rennen nicht auf das Podium kommen. Aber es ist noch möglich. Naja, möglich ist alles, aber trotzdem. Theoretisch? Okay. Also ich weiß nicht, wo wir letzte Woche waren, aber wir sind jetzt auf jeden Fall Rang 12, Punkt gleich mit 11. Bock gemacht. Und da geht auf jeden Fall nach vorne noch was. Also ich denke schon, dass wir noch so, also unter die Top 10 easy. Also wir hatten in jedem Rennen Steigerungen. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Ja. Daniel, danke fürs Vorbereiten. War es mal kein Maschenquest. Also wie gesagt, in jedem Rennen eine Steigerung. Hey, wir waren jetzt 6., 5. Platz. Normalerweise, wenn wir die Zeitstrafe nicht bekommen hätten, hätten wir den Dreher und den Frontflügel nicht gehabt. Mal gucken, wäre vielleicht sogar ein 4. drin gewesen. Man weiß es aber nicht. Aber hätte Fahrradkette, ne? Hätte Fahrradkette. Das ist halt Motorsport. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst das Däumchen da, liebe YouTuberinos. Und warte noch. Steve, vom ganzen Team nochmal viel Kraft und auf jeden Fall. Ja. Und auch von allen Zuschauern natürlich. Schreibt in die Kommentare, Leute. Das Rennen war definitiv für Steve und wir sehen uns. Er ist ja passenderweise Fahrer des Tages geworden. Das stimmt. Und wir sehen uns natürlich nächste Woche Montag wieder. Da ist das nächste Rennen im Livestream. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, aber hier ist erstmal Feierabend. Ist Österreich schön. Tschüss. Ciao. Tschüss.